Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Lange, lange haben wir drauf gewartet und endlich ist es soweit. Episode 3 ist endlich verfügbar. Und ihr wisst es ja noch, wir waren mit Astrid und Mackenzie, sind wir mit dem Flugzeug hingeflogen, ich weiß nicht mehr wohin. Und sie hat gesagt, sie ist Ärztin und sie muss irgendwo eben zu Bear Creek oder irgendwas, ich weiß nicht mehr die richtigen Namen. Und wir sind dabei abgestürzt. Wir wurden dann von Astrid getrennt und wir haben uns als Mackenzie durch die Wildnis geschlagen. Wir sind vom Flugzeugwrack rüber zu dem kleinen Dorf, wo wir der netten alten Dame, die blind war, geholfen haben. Wir waren dann bei dem, bei dem Mann, der Bärentöter, für den haben wir dann den Bären getötet, wenn ihr euch erinnern könnt. Und der hat uns dann geholfen, dass wir zu der Wasseraufbereitungsanlage, war das, oder Wasserdammfabrik, irgendwie sowas, hat er uns dahin gebracht. Und da sind wir reingegangen und wir hatten diesen Koffer von Astrid dabei, wo wir nicht aufgekriegt haben, weil da ein Code ist. Es schien aber sehr wichtig zu sein. Und wenn ihr euch noch erinnern könnt, wir waren ja dann, ja, in diesem, wir wollten durch den Damm laufen und dann wurden wir niedergeschlagen und dann ist einer von diesem Gefängnistransport, von diesen Gefangenen, der ja geflüchtet ist, der hat jetzt gesagt, das ist jetzt seine Welt, seine Regeln und ihm gehört jetzt der Koffer und der hat uns ziemlich zermöbelt und dann war ja aus. Und jetzt bin ich mega gespannt, wie es hier weitergeht. Deswegen hier, Mackenzie und Dr. Greenwood werden getrennt, nachdem wir mit dem Flugzeug abgestürzt sind. Dann zweite war mit dem Bären. Den, genau, als wir Astrid gesucht haben, kommen wir dem geheimnisvollen Pilzjäger. Und der hat uns halt dann geholfen. Und jetzt ist es hier, Episode 3, Crossroads Elegy. Ich weiß nicht, was das heißt. Oder ob ich es richtig ausgesprochen habe. Nach den Ereignissen in Milton und Dr. Astrid Greenwood von. Er wird Dr. Astrid Greenwood von einer rätselhaften Fremden vor dem sicheren Tod gerettet. Inmitten von wilden Schneestürmen trifft sie im idyllischen Tal auf Überlebende und muss all ihr Können als Ärztin aufbringen, um ihnen zu helfen. Aber wird sie Mackenzie finden und das Rätsel aufdenken, das sie nach Ausdauermühle führt? Das werden wir sehen. Das hoffen wir. Deswegen würde ich sagen, starten. Mach mal Story-Modus 1. Ja, warum nicht? Don't you come here and say I didn't warn you about the way your world can alter. And oh, how you try to command it all still. Every single time it all shifts one way or the other. And I'm a goddamn coward, but then again, so are you. You back to me.
Die Polarlichter, ne? Die hatten auch ganz komische Auswirkungen auf die Elektrizität. Da war ja was. Episode 3. Crossroads. Elegy. Das war Astrid. Sah aber schon tot aus. So, she lives. Where am I? And she speaks. You're in my house. Found you out in the snow a few days ago. A few days? Almost dead. You're half frozen and then feverish. Judging by those cuts, you've been dealing with more than just the bad weather. I ran into some trouble on the other side of that tunnel. By the looks of it, I'd say the trouble ran into you. Where am I? I told you, my house. You're still weak. Rest up and we'll talk more later. No. I'll be okay. Suit yourself. Then let's talk. So. House. You said we're in your house. But how did I get here? I was out hunting. Came across you in the snow. Buried. You'd been out there for hours. Maybe even days. Nearly dead. Oh. Well, thank you for finding me. Name's Molly. And don't thank me. Thank the crow. Crow? Yeah, crow. Or maybe a raven. The damn bird wouldn't shut up. Led me straight to you. Almost like it was guiding me. Okay, also Küche, Strom. You carried me here? Dragmore-like, but yeah. You're pretty far gone. Wasn't sure you'd make it, to be honest. All I remember is the tunnel. And wolves. Being chased, and then wandering. Forever. Like the world had no end. Yeah. In the woods. In the dark. You can wander for days until you get so hopelessly lost. There's just no way to get back to where you were. I was in a small town. Milton. Other side of the mountains. Old town. Bad shape since the collapse. Haven't been there in ages. You must have wandered a ways for me to find you where I did. But you're not from there. No. Old town. Milton. It's gone. I mean, people
people are gone. Most of them are. It was a fire and... Whoa, it's okay. You're all right now. Don't get too worked up. You nearly died out there. That does funny things to people. So, the power's been out for a while? Yep. Think it'll come back? Well, we're used to the power going on and off out here in Pleasant Valley, so we're usually prepared for it. Feels like you run this farm on generators for better part of the year. Problem is, now the generators won't start. Or the cars, tractor, the TV's dead, radio won't work. Basically, the only thing that works is the old landline and rotary phone. How is that possible? I guess because it's pre-electronics. The old party line from when this farm was originally put in, maybe 60, 70 years ago. I'm not exactly sure how or why it still works, but it does. Well, that's great. Can you call for help? Find out what's going on out there? There's nobody to call. Nobody else lives around here? Nobody who'd help if you asked for it. Is this your kitchen? By the time I got you here, there was no way I was carrying you upstairs. So you set up a bed in here? Power's out. This is the warmest room in the house. This cook stove is probably keeping us alive. I was in a plane crash in the mountains. That's how I ended up in Milton. I got separated from a friend. They were in the crash too? Yes. They make it out alive? Well, there was a storm. Wolves. I got disoriented. We got separated. I couldn't see him. Him? So you left him out there? And then I ran into trouble. Wolves and... worse. I'm sure he made it out fine. Yeah? How are you so sure? Nothing can break that stubborn skull. But you're worried about him. Yes. And there's something I need from the plane. What is it? Something important. I need to find him. I need to get it back. You haven't seen a man pass through here. Nobody that sounds like your guy. But you've seen a man. Like I said, nobody that sounds like your guy. Freezer's empty. You're gonna need energy to heal, which means we need meat. I'll be heading out early to hunt. Okay. You should stay here. Rest up some more. You don't look too good. Thank you. I will. And it's not safe out there, so just stay in the house. Right. I mean it. Stay in the house. Sehr cool, jetzt sind wir Astrid und erleben quasi die Seite oder die Sicht von ihr. Das finde ich hier richtig cool. Aber ich wüsste auch gern, was mit Mackenzie ist. Thought you were resting. Managed to bag a stag not far from the farm. This'll keep us fed for a bit. I heard a kettle whistling. I put it on for tea. So we can have tea and meat. I must be starting to feel better because that actually sounds good. It's amazing what hunger does to the mind. If you're feeling better, you can start answering some questions. Like, what the hell are you really doing out here? That's a long story. Well,
Power's been out for, I've lost track of how long. We got the cold, we got deadly blizzards, we got hungry wolves, we got some tea and meat. We aren't going anywhere. So to be honest, a bit of storytelling be a nice distraction right about now. I'm a doctor. Dr. Astrid Greenwood. Nice to meet you, Dr. Astrid. Like a head colds and babies doctor? More like lab coats and test tubes. A researcher. Oh, okay, so not the useful kind. I need to get to a town up north. Perseverance Mills. You know where that is? I don't get out much, but yeah, I've heard of it. Okay. Well, there's some sick people there, and they need my help. And the thing I lost in the plane crash. The thing my friend might have. I need it if I'm gonna help those people. The thing the stubborn guy you left in the plane crash might have? Right. So what you're saying is the thing you need is on the other side of that collapsed tunnel in the mountains, in the place where you ran into trouble. That's right. You know what? You coming here? To Great Bear? Yeah. Not your best plan. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. So the people up north, in Perseverance Mills, why are they sick? I'm not entirely sure. That's why I need to get there. You must have some ideas, or why travel all this way? I have some ideas, yes. But you aren't going to tell me what they are. No, I'm not. And the thing your friend in the plane crash has, the thing you need to help them? You aren't going to tell me what it is either, are you? Right. Well, you are a lady with a lot of secrets. So, when you came in, I heard you locking a padlock. Same thing when you went out. Am I locked in here? It's better for you to stay indoors. Why? Lots of wolves out there, and it's cold. You aren't strong enough to go out there yet. Trust me, it's for your own safety. I appreciate everything you've done to help, but I'd like to leave. I have to find my friend and get on with my work. When you're stronger. So, I'm trapped in here. Like I said, it's for your own good. So, is your husband around? Husband? It seems like more than one adult lives here. I assumed, husband. Assumptions can be dangerous. You're a doctor, you should know that. I didn't mean to You should just mind your own business. But you just got back. I need space. Need to think. I'm sorry. Stay out of my shit. Looks like I'm not the only one with secrets. So, dürfen wir uns das erste Mal selber bewegen? Kapitel 1. Please. Am I really trapped in here? Trauma. Halte nach Hinweisen Ausschau, um mehr über Molly zu erfahren. Ja, das ist sehr lustig, ne? Sie will alles von mir wissen. Sie kann mir nicht mal... Bitte was? Und sie kann mir nicht mal antworten, ob sie einen Mann hat oder nicht. Oder ob sie allein ist. Ich glaube, ich habe Schmerzen. Kann das sein? Wie war das jetzt hier? Trauma. Ich bin verletzt, oder? Ich habe irgendwas. Tagebuch. Molly hat dich vor dem sicheren Tod gerettet. Da sie sich in der Region gut auskennt, kann sie vielleicht für dein Überleben sorgen. Bis du einen Weg nach Ausdauermühle findest. Halte nach Hinweisen Ausschau. Okay, das kriegen wir hin. So. Ja, nicht so rum, Dingsen. Hier ist nichts drin. Ich hoffe, ich muss mich nicht beeilen. Vorsicht, hier irgendwie ein Bild oder ein kaputtes Gewehr. Looks like maybe the barrel exploded.
Vielleicht ist der Mann jagen gegangen gewesen und wurde dabei durch einen Jagdunfall vielleicht. Also, wo suche ich jetzt Hinweise? Ein kaputter Teller. Kaputter Teller. Okay, hier ist nichts. Ich will jetzt aber auch nicht rumschnüffeln hier. Verschlossen. Da jetzt nach oben ist es gerade. Oh, hier am Bild. Mollys Foto. Looks like Molly from a while ago. Und die hat einen Mann dabei. Familienfoto. Da ist ein Bär, den haben wir wahrscheinlich erschossen. Ja, tu doch nicht dir so weh hier. Fräulein, ich lauf doch schon ganz langsam. Da können wir auch nichts looten. Küche da waren wir schon. Geht's in den Keller runter? Keller ist auch abgeschlossen. Dann gehen wir mal nach oben. Ja, ich weiß halt durch, Mädchen. Bis die Frau kommt und uns zusammenschimpft, weil wir... Wieso ist denn alles kaputt hier? Wieso ist alles kaputt? Das ist noch ein Badezimmer. Oh, da ist Blut. Der orangefarbene Stoff. Torn from something. Abgerissen. Ich höre irgendwie komische Sachen. Gerte, geh ans Telefon. Wo? Das muss unten sein, oder? Nee, hier. Wo ist das Telefon? Ist es da hinten drin? Ich habe bis jetzt noch kein Telefon gesehen, ehrlich gesagt. Ich will kein Telefon. Ja, klingel weiter. Bitte klingel weiter. Im Badezimmer ist es doch auch nicht. Jetzt bin ich zu blöd, das Telefon zu finden. Warte. Ich bin auf dem Weg. Oh, da ist es. What the hell took you so long? Hello? Thank God you answered. Molly? Yeah, it's me. Listen up, doctor. Okay. They have me surrounded. They're smart sons of bitches. Who has you surrounded? Are you in trouble? Not who. What? It's those damn wolves. They've cornered me in the barn. Sounds like they're trying to find a way in. But wolves don't usually bother people. Don't bother people. Shit, lady, haven't you been paying attention? Never mind that. Okay, what can I do? I need you to bring me something from the house. Okay, but you locked me in here, remember? Flower vase. Key to the basement's under it. Look for the gun locker. Grab the rifle rounds. Take the old revolver for protection. Might not stop a wolf, but it'll slow one down. Follow the blizzard line from the house to the barn. Get here quick and we'll figure it out. Hurry! Okay, I'm on my way. Go straight to the gun locker. Stay out of everything else, got it? Ja, okay. Finde den Schlüssel unter der Vase. Sie hat schöne Bilder, ne, von Wölfen. Die Vase haben wir doch hier hinten. So, ja. Durchsuchen. Wir holen den Schlüssel. Kellerschlüssel. Okay. Wir haben's. Ab in den Keller. Aufschließen. Da holen wir jetzt die ganzen schönen Sachen. So. Man finde Mollys Gewehrmunition. Kriegen wir hin. Guck mal hier, Ausrüstung. So, da sind wir schon mal gerüstet hier. Ach, die schönen Kisten. Die wunderschönen Kisten. Da ist Erste Hilfe. Nimm auch direkt mit. Verbandschmerzmittel. Sehr gut. Oh mein Gott, liegt da eine Leiche drin? What? Das ist ihr Mann. Holy shit. Das ist der Ehemann von hier. Es ist halt nur die Frage, wurde er getötet von ihr? Oder war es ein Unfall? Wir nehmen mal die da noch mit.
Metallding können wir noch nicht zersägen. Revolver. For the wolves. Die Wolves. Jawohl, mit denen kennen wir uns noch aus, ne, die Wölfe. Oh ja, Papier. Leer. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen und gleich mal ausrüsten. Brauchen wir alles. So. Schublade durchsuchen. Okay. Was, so, durchsuchen wir noch schnell alles. Leder und Nähzeug. Was ist das da? Nichts, wo ich mitnehmen darf. Oh, komm, was Schönes, Warmes zum Anziehen. Eine lange Unterhose oder so. Komm, this ja. Handy. Ja. Eine lange Unterhose. Genau so will ich das. Okay. Dann lass uns doch mal gucken. Wir tun Aktionen. Wie war denn das nochmal mit Ausrüsten? Au, au, au. Ich habe ja einen verstauchten Knöchel. Oder selbst dein Bein heilt. Wie war denn das nochmal? Ach ja, Schmerzmittel nehmen? Oder Tee trinken? Boah, wie war denn das? Okay, Schmerzmittel und einmal Verband. Dann probieren wir das doch gerade mal. Schmerzmittel einmal... Achso, einmal verwenden. Für das da war das, glaube ich, ne? Einmal hier. Okay. Und den da tun wir jetzt verwenden für den Knöchel. Und dann ist der auch wieder geheilt. Sehr gut. Seht ihr? Jetzt sind wir doch schon wieder besser hier. Habe ich jetzt die Sachen auch an? Kein Leiden. Nee, Klamotten. Doch, ich habe die Klamotten schon an, oder? Boah, ich weiß nicht mehr, wie das ging, ne? Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Habe ich die direkt angezogen? Ja, anscheinend. Anscheinend. Ich glaube doch, die sind angezeigt, dass ich die trage. Und so können wir den auch ausrüsten, verwenden. Nachladen. So. Und wir können jetzt anständig laufen. Genau, coole Sache. Das heißt, hier geht es jetzt nach draußen. Aber dann würde ich hier sagen, würde ich schon mal sagen, wir haben einiges geschafft. Mal gucken, was jetzt hier unser Ziel ist mit Astrid, ob wir Mackenzie finden, ob wir rauskriegen, was mit ihm ist. Und ja, dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.